Du kannst PJ Masks jeden Tag auf Disney Junior sehen. Als Einstimmung zeigen wir dir jetzt eine kleine Geschichte. Romeo hat ein paar Ninjalinos genommen, um mit ihrer Kraft ein riesiges Himmelsportal für seine Flugfabrik zu bauen. Zum ersten Mal hat Nachtninja die PJ Masks um Hilfe gebeten. Was werden sie tun? Die fliegende Fabrik! Wir hätten dir helfen sollen. Dann hätte Romeo seinen Angriff nicht starten können. Ich trage auch eine Mitschuld. Ja, und jetzt werden wir geromeot. Wenn wir mit den Ninjas zusammenarbeiten, können wir es verhindern. Korrektur. Ninja. Ich bin der Letzte meiner Art. Und das nur dank euch. Was soll das heißen? Hilfst du uns nur, den Berg zu retten? Um meine Ninjalinos zurückzuholen? Klingt, als wär's nun soweit. Höchste Zeit, ein Held zu sein! Kleiner, wie bist du entwischt? Schön, dich zu sehen, Klitzekleiner. Mehr Flugrobos. Es kommen immer mehr. Wir müssen es auf die fliegende Fabrik schaffen und sie von innen heraus stoppen. Oilette und die Ninjalinos sind da drin? Eingesperrt? Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Wenn es nur einen Weg gäbe, einen superlistigen Ninja dort hochzubringen, der sie befreit. Warte, meinst du etwa... Ich bin ein Ninja und kein Sack Kartoffeln. Nachtninja? Los, meine Ninjalinos! Seid böse! Seid böse im Namen des Guten! Okay, lass uns loslegen! Was machen wir mit dem Sauger, der die Klatscherkraft aus dem Berg saugt? Darf ich mal? Roboter, Statusbericht. Was ist in der Fabrik los? Oh. Hallo, Romeo. Und tschüss, Romeo. Nein! Ein letzter Versuch, Leute. Deine Hilfe hätten wir es nicht geschafft. Auch nicht ohne deine Nachtninja. In der Tat. Ich hoffe, das ist der Beginn einer ehrenhaften Allianz. Mag sein. Doch ich bleibe ein Schurke. Aber hey, genießen wir es einfach, solange es dauert. Als Team schaffen es Nachtninja und die PJ Masks, Romeo zu besiegen. In schwierigen Zeiten ist Hilfe immer gut. Bleib dran für mehr tolle Abenteuer mit PJ Masks. Hier auf Disney Junior.